Hallihallo, meine lieben Papas und Mamas, Mamas und Papas, und herzlich willkommen hier aus dem Campingplatz im Lavant. Den Namen kann ich nicht aussprechen, darum mache ich ihn mal euch hier unten rein, damit ihr wisst, wo wir seid, wo wir sind. Ich zeige euch heute mal den ganzen Campingplatz mit dem Badeland, mit den ganzen Spielwiesen, die es hier gibt, mit dem Meer und alles, was man hier noch so erleben kann. Also ich würde sagen, los geht's. So, wir sind angekommen am Meer, wie man sieht. Ich zeige euch gleich mal unseren Campingplatz, der ist quasi direkt da hinter den Dünen. Aber wir wollten noch, solange das Wetter wenigstens noch ein bisschen sich hält, es ist ein bisschen später als wir dachten, wollten wir noch mal kurz einen Blick hier aufs Meer genießen. Der Kleine ist auch schon wieder am Muscheln sammeln. Ja, zeige ich euch gleich noch den Zeltplatz, aber erstmal jetzt ein bisschen noch am Strand spielen. So, jetzt kann ich mich auch endlich mal von unserem Platz melden. Ich hatte ja schon, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt schon alles gesehen habt. Auf jeden Fall hatte ich mir ja gestern kurz bei der Ankunft von Strand gemeldet. Jetzt einmal hier von unserem Platz. Den zeige ich euch jetzt auch einmal. So, hier haben wir einmal das Dachzelt aufgebaut. Daneben ist unsere kleine Küche. Dachzelt und Küche verlinke ich euch auch nochmal unten bei mir in der Videobeschreibung. Da haben wir unseren Kühlschrank drin, Strom etc. Der Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Der Kühlschrank funktioniert anscheinend nicht mehr, genau. So sieht das Ganze dann hier aus. Da hinten links haben wir Strom- und Wasseranschluss. Ja, dann hast du hier halt so eine Parzelle, die halt durch Hecke abgetrennt ist. Und im Endeffekt 200 Meter in die Richtung ist der Sandstrand. Ja, das hier so kurz von unserem Camp, damit ihr das auch mal gesehen habt. Wie gesagt, ja, strandnah, Dachzelt, Strom haben wir, kleine Küche haben wir. Alles da, was wir so brauchen. So, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen weiter, was es hier alles so auf dem Campingplatz zu erkunden gibt. So, wir sind jetzt im Badeland. Ich zeige euch das einmal, solange noch keine Leute da sind. Hier gibt es einmal den Babybereich. So ein kleines Wasserspielhaus. Ja. Dann haben wir hier einmal eine Rutsche ins Schwimmbecken. Eine kleine Brücke. Und einen kleinen Schwimmbereich. So, und da hinten in der Ecke, da seht ihr noch einen kleinen Whirlpool. Hier geht es dann hoch zur Rutsche. Und die geht dann hier so lang. So und da. Da seht ihr einmal komplett den ganzen Bereich. Ich sag mal so, für schlechtes Wetter. Ah, hier hinten geht es noch weiter. Einmal Toiletten. Ah, okay, hier sind noch mehr Rutschen. Okay, das ist ziemlich cool. So eine kleine Grotte mit einer Rutsche, mit einer Rutsche. Geht's hier hinten noch weiter? Oha. Hier nochmal ein komplettes Kinderwasserbecken. Mit Kinderrutsche. Da oben nochmal ein Whirlpool. Oh, da sehe ich mich ganz klar drin heute. Und hier drüben, nochmal denke ich eher so ein bisschen für Erwachsene, kleiner Ruhebereich mit Wasserfall.
Sehr, sehr cool. Also wenn man auf jeden Fall hier mal schlechtes Wetter hat auf dem Campingplatz, kann man sich hier auf jeden Fall gut die Zeit vertreiben. In der Hauptsaison ist es auf 3 Stunden limitiert, aber ich glaube, da kann man hier alles gut machen. Finde ich sehr, sehr schön. Und hier sieht man auch gleich noch, da ist auch das Restaurant. Ja, also sehr schön. Da oben auch noch Sitzmöglichkeiten. Warum habt ihr noch Sitzmöglichkeiten? Und wie gesagt, da ist auch das Restaurant. Ganz cool. So, Tag 2. Wetter ist noch nicht so gut, soll aber heute Nachmittag gut werden. Darum haben wir schon das Badeland abgecheckt. Und jetzt geht es für uns in die Westernstadt. Das ist so eine Spielstadt, so ein Indoor-Spielplatz. Ein Outdoor-Spielplatz gibt es davor, ein Trampolinplatz. Und das alles gucken wir uns jetzt mal zusammen an und das zeige ich euch dann einmal. So, wir sind jetzt in der Westernstadt und mein Sohn zeigt mir jetzt hier alles, was man hier spielen kann, okay? Dann los geht's. Da sind 4 Rutschen. Mhm, das stimmt. Da sind 2 ganz steile Rutschen. Ja, die gucken wir uns mal an. Okay, die sind wirklich steil, ja. Hier ging's wohl nicht weiter. Wo geht's rein? Hier oder da? Na dann los, ich bin hinter dir. Ich komm an. Dann gehen wir da nach rüber. Ja, da ist eine enge Brücke, okay. Ja, dann gehen wir da mal rüber. Okay. Hier ist noch eine Hängebrücke. Na dann mal durch. Oh. Okay, ich bin hinter dir. Was die Väter hier alles mitmachen müssen. Okay. Ja, sehr gut. So, da rutschen wir die. Hier kann man so. Was ich da durch? Du kannst doch da rutschen, wenn du möchtest. Warte. Ich bin da durchgerutscht. Also jetzt nach unten und dann nach oben. Geh du vor, ich geh dir hinterher. Mhm. Na Papa, hier kommt noch ganz schwieriger. Ja. Komm jetzt weiter hier lang. Dann gehst du wieder runter, dann gehen wir hier lang. Hier ist ein Ball. Ah. Hier ist ein Ball. Ist das hier so ein Ball? Warte mal, so. Boing. Ich dachte, wer macht jetzt Boing zurück? Macht er gar nicht. Ich habe jetzt schon Hüftschaden, ja? Wo geht's weiter? Unten oder da lang? Wow, das sieht beides gefährlich aus. Was ist dein Lieblingsweg? Da lang, dann da lang. Oh, das ist auch noch hoch. Ah. Kannst du den Leuten beim Essen zugucken? Okay. Und wackelig. Hoch und wackelig. Da ist noch ein Kletterspielplatz. Das stimmt, da ist ein Kletterspielplatz. Okay, was ist das denn hier? Hier kann man nach unten und dann kann man hier auch rein. Okay, gehen wir geradeaus oder wo gehen wir lang? Wie du möchtest. Ja, aber geradeaus. Du kannst auch nicht testen. Okay. So, hier ist noch eine Sackgasse. Da unten in die Trampoliste können wir uns gleich nochmal von der Nähe ansehen. Okay. Jetzt zeig doch mal die Fußballer. Ja, okay. Hier kann man Fußball spielen. Schließe, es kommt gut mit Halbweihe. Stimmt. Unten kann man auch noch mal Fußball spielen. Ja. Okay. Ich komme. Oh, Alter. Macht Spaß. Ich liebe diese Indoor-Spielplätze. Oh, wo geht's hier lang? Da kann man auch noch mal Fußball spielen. Mhm, aber hier ist Licht aus. Nee, das spielt er trotzdem. Okay, im Dunkeln. Ja. Okay, und da sind die Trampoline. Okay, das erste haben wir erstmal geschafft. Hier sind die Eingänge von den Trampolinen. Stimmt, Trampoline, okay. Ja. Hier wäre die Kletterwand, wenn sie an wäre. Okay. Da ist das große Sport, ja. Ja.
Geh vor, ich gehe dir hinterher. Wir gehen hier lang. Also ich bin mir ganz gut. Ich verstehe, warum dir die Kinder dich hier umrennen. Mich rennen die hier auch um. Ja. Da sind so Tunnel. Ja, okay. Da. Was macht man da? Okay. Okay. Was gibt's hier noch? Nein, da waren wir schon. Ja. Das war's? Tunnels. Tunnels, okay. Das kann ich auch machen. Gut. So, jetzt geht man. Jetzt ist hier ein Tunnel. Wo warte ich denn jetzt auf dich? Warte da oben. Oder ich komm wieder runter. Okay. So. Jetzt geht's hier wieder. Hier sind wir als Tunnel. Hallo. Ja, hallo, Papa. So, jetzt geht's hier lang. Waren wir hier schon? Oder? Ja. Hier waren wir. Mit dem Punching Board. Kann ich Seilbahn fahren? Wo fährt man hier Seilbahn? Ich hoffe, ihr habt was gesehen jetzt unten. Wo ist Seilbahn? Ach so. Okay, cool. Hier bist du im Gefängnis. Ja. Okay, Seilbahn. Und dann? Das war's. Nein. Machen wir. Mit welcher rutschen wir? Mit dem blauen oder mit den roten? Rutschen wir so. Das ist sowas von cool. Ich traue mich nicht. Okay, soll ich erstmal rutschen, um zu gucken, wie es ist? Ja. Weil der eine Kind hat geschubst und hat gesagt, dass ich Pegasus bin. Okay. Okay. Traust du dich? Ja. Und wie war's? Das war echt eine steile Rutsche, oder? Okay. Musst du nicht hier hinten hoch oder geht's da auch hoch? Nein, da geht's nicht. Okay. Er kommt an der blauen Tür. Gut, das war's jetzt erstmal soweit vom Indoor-Spielplatz. Okay, wie kannst du so von hier? Das finde ich cool. Guck mal, da sind welche zwei. So, jetzt waren wir noch im neuen Trampolinabteil. Schön gemacht. Kennt man bei uns auch so Superflyer, wie die alle heißen. Kann man auf jeden Fall mal machen und ist umsonst. So, jetzt geht's wieder raus. So, hier in der Westernstadt findet ihr das Spielhaus, das Trampolinhaus und noch weitere Spielplätze. Und thematisch dazu ist hier dann auch angelehnt vor diesem riesigen Fort. Westernhütten, die ihr halt auch mieten könnt, dann zum Übernachten. Sehr, sehr cool. Ich zeige euch noch mal kurz. Und das ist hier so der Innenhof dann von der Westernstadt. Ja.
So, hier ist jetzt einmal so eine große Outdoor-Hüpfburg und da hinten ist nochmal so ein Spielplatz mit so Catcars. Ganz süß gemacht und auch nochmal zwei Trampoline. So sieht das da aus. So, direkt hier auf dem Gelände gibt es auch ein Restaurant, das ist hinter uns, so ein kleiner Italiener. Und hier vorne im Eingangsbereich gibt es auch noch einen Supermarkt, so, und den schauen wir uns jetzt an. Das ist genau gegenüber vom Badeland, wo wir heute Morgen waren, gibt es hier einen kleinen Supermarkt, natürlich mit Spielzeug. Nein. So, Gewürze, alles was man so braucht zum Grillen, Haushaltskram. Also wenn ihr irgendwas vergessen habt, in dem Shop hier kriegt ihr das noch auf jeden Fall zu guten Preisen. Zwinker. Bratwürste, Grillsoßen. Und hier gibt es auch einen Bäcker, wo ihr morgens Brötchen machen könnt. Komm, Papa. Ja, ich bin direkt mit dir. Die Zoll auch an, das ist auch Papa. Ja, also ein etwas teurerer Kiosk-Superladen, sag ich mal, aber wenn man etwas vergessen hat, kriegt er das hier. So, hier könnt ihr entweder vor Ort essen beim Italiener oder ihr könnt das auch bestellen und abholen. Hier ist das Restaurant und hier ist Takeaway zum Abholen. Das werden wir nachher mal machen und dann zeige ich euch mal, wie die Pizzen aussehen. So, wir haben da bestellt, wir haben es abgeholt, hat 15 Minuten gedauert. Ich habe die Schinken Ananas, mein Sohn hat die Salami. Ich muss sagen, sieht gut aus. Wir probieren jetzt mal. Lecker. Er sagt lecker. 15 Minuten, umgerechnet für beide zusammen 15 Euro. Ich finde, das geht. So, in der Hauptsaison ist in der Westernstadt, oh, es blendet gerade hart, immer montags und donnerstag die Western Night mit Live-Musik, Stockbrot und Barbecue. Und ich bin jetzt mal frech und filme einfach mal von oben ein bisschen rüber, damit ihr mal seht, wie es ist. Da gab es Stockbrot. So sieht das dann aus. Was ist denn da, der Sieg? Und da hinten gibt es auch noch Kühe. Also hier in der Westernstadt, Montag, Donnerstag, in der Hauptsaison. Dickes Essen da. Live-Musik. So, und natürlich gibt es ja auch Ponyreiten, wer es kann. Das findet dann hier statt. Was? Aber die sind jetzt, glaube ich, alle schon schlaf. So, und auf der Rückseite von der Westernstadt habt ihr hier noch, im Hintergrund sieht man es, ich zeig's euch mal. Fußballplätze und Basketballplätze. Sehr, sehr schön. Ja, also man kann hier schon einiges... Die Fußballplätze mit den Basketballplätzen zusammen, weil die Basketballkörbe sind über den Toren von den Fußballplätzen. So sieht's nämlich aus. So, ja, also Aktivitäten sind hier reichlich geboten auf jeden Fall. So, dann gibt's hier noch Abfall. Gemeinschaftsräume? Ja, komm her. Wir müssen ja auch duschen. Da könnt ihr in den Gemeinschaftsräumen kochen, hinsetzen, Fernsehen gucken und gleich hinter. Und gleich hinter sind dann die Familienduschen und auf der anderen Seite sind die normalen Duschen. So, Familiendusche, Waschbecken habt ihr hier, einen kleinen Ablageplatz, Dusche und eine Toilette ist mit dabei. Sag irgendwie, Papa, ich wische. Groß genug. Wir gehen jetzt mal duschen.